Yo, Peace, Leute, und willkommen zum dritten Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Eigentlich möchte ich mich jetzt erstmal ein bisschen in der Stadt hier umschauen, ne, bevor ich jetzt auf meinem Pferd sitze. Spiel speichern, dein Spielstand wird automatisch speichern, wenn du bestimmte Meilensteine in der Geschichte da. Ich denke doch daran, deine Fortschritte außerdem oft genug manuell zu speichern. Die Exe wird es voller Raubtiere, blutgieriger Bestien, Banditen und sonstiger Gefahren. Ich werde es bestimmt 50 Mal vergessen, deshalb sterben und dann wird es mich nerven. So, ich möchte jetzt hier mit ein paar Leuten reden und. Oh, sorry. Nimm. Keine Ahnung. Ja, ich bin auch anständig. Ich möchte mich jetzt hier ein bisschen umschauen. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Ja, wie willst du mich noch anrempeln? Hrk. Das ist interessant. So. Ist das ein Kaufmann? Ah, das ist der, den wir gerettet haben vorhin. Servus. Für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer. Aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Oh, danke schön. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Oh. Was hast du denn so? Lass mich einen Blick auf deine Waren. Also, ja, aber wir mit dem Wuseln kriegen wir alles ein bisschen billiger hier. Was hat er denn hier? Reparatur? Oh ja, stimmt, man muss seine Waffen, glaube ich, reparieren, ne? Hasenfell? Ja. Okay. Gewinnkarten. Geil. Gewinnkarten sind toll. Guck mal, her damit. Ja, cool. Ja, cool. Ich hoffe, wir die Gewinnkarten hier. Scheißegal. Bis dann. Pass auf dich auf. Ich habe auch hier gesehen, hier gibt es so einen Gewinnkartensatz, da kann man das hier sich angucken und jetzt haben wir hier krass neue und dann können wir die jetzt hier krass reintun und die schwachen einfach raus. Hier zum Beispiel du, denn du bist scheiße und du bist ein cooler Typ und du bist auch scheiße und du bist ein cooler Typ und du bist auch scheiße und du bist ein cooler Typ. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt getan habe, ich habe jetzt einfach die guten rein und die schlechten raus. Aber ich finde das echt cool, ne? Muss ich schon sagen. Ich finde das richtig geil, so, dass sowas in so einem Spiel drin ist. Ja komm, setzen wir uns auf unser Pferd und laufen langsam durch. Weil wir... hier durch! Wollen ja auch ein bisschen vorankommen, aber ich möchte mir das natürlich auch alles angucken. Komm jetzt. Okay, ein Anschlagbrett. Ja genau, da möchte ich mich auch noch hin. Geiler Song. Geiler Song. Geralt weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten sollte. Man weiß nie, wann man auf etwas oder jemanden Interessantes stößt. Fräulein in Not, Kaufleute mit seltenen Waren, Nester voller Monster. Auf der Karte findest du jeweils die folgenden Symbole. Okay. Das war ein bisschen blöd, dass ich so schnell weggeklickt habe, ne? Ich kann die einfach alle nehmen. Interessante Orte. Es gibt viel Interessantes in den dichten Wäldern und dunstigen Sümpfen zu entdecken. Wenn du dir ein Anschlagbrett ansiehst, erscheinen Fragezeichenmarkierungen auf deiner Minderkarte, die mögliche interessante Orte kennzeichnen. Begib dich an die Orte, um zu erfahren, welche Geheimnisse sie bergen. Okay, also man kann die einfach alle wegnehmen, kriegt dann verschiedene Quests, aber wie gesagt, möchte ich mir... Wie, du redest nicht mit mir? Ich nehme die alle mal an, aber... Hey, das war voll der geile Song. Aber oh, so geil, dass hier so Gespräche stattfinden, an denen man einfach vorbeireiten könnte, aber sie finden trotzdem statt. Finde ich echt geil. Ja. Ich finde es auch geil, wie alles auf der Karte hier aufploppt, so wenn da Menschen sind und so. Das hat schon was. So, reiten wir mal ein bisschen schneller. Was bist du für einer? Bist du ein krasser Typ? Schade, dass man vom Pferd aus nicht reden kann. Da müsste ich jetzt immer absteigen, um zu gucken, weil vielleicht kann man gar nicht mit denen reden, dann wäre es ein sinnloser Abstieg gewesen, wenn ihr versteht, was ich meine. Nun gut, reisen wir mal in Richtung Ziel. Achso, das sind Pflanzen, die mir da... Oh. Oh, das sind alles Pflanzen. Kann ich die alle sammeln? Bringt mir das überhaupt was? Also ich denke mal für Alchemie halt, aber ich habe halt noch keine Ahnung davon. Uah! Hat er gesehen? War ein krasser Move. Ja komm, wir wollen jetzt hier nicht alles rumsammeln, aber eigentlich... Ist interessant, dass wir hier alles mitnehmen können. Kann ich mit dir reden, junge Dame? Dankeschön. Oh, was geht da ab?
Was geht da ab? Ach, da ist ein Greif. Halt! Ich muss auf mein Pferd und dann hin. Los, lauf! Ich glaube, wir sind zu spät. Kann das sein? Nicht so schnell, Plätze. Ah, doch, da ist ein Wolf. Hey, du Mistfee! Alter, wie bitte? Alter! Steig mal ab, komm. Hat den übelst weggefetzt. Habt ihr das gesehen, wie sie zerfetzt hat? Das war schon brutal. Hundetalk. Alter, da ist irgendwas richtig weit weggefetzt auf jeden Fall. Da kommt noch ein Gegner. Ich auf der Karte sehr. Wolf. Oh, fuck. Du Pisser. So, gleich mal alles mitnehmen hier von dem. Ist auch kein. Also, wenn man in diesem Menü ist, ist kein Pause-Menü. Also, man wird trotzdem noch angegriffen. Ah, hat er mich gewischt, der Pisser. So. Wie weiche ich noch mit. So weiche ich aus, ne? Halt, lass dein Schwert ruhig. Lass dein Schwert ruhig draußen. Kommt noch mehr. Stahlwaffe. Stahlwaffe gegen Menschen besser und Silber gegen Monster. Glaube ich. Hey, Dreckswölfe. Oh, da bin ich in ihn reingerollt. Ups. Aua, ich muss mehr mit dem Ausweichen arbeiten. Bam, bam, boom, bam. Und vielleicht auch mit den, wie heißt's, mit den Runen ein bisschen. Wie wechsle ich denn die Runen nochmal mit R1, mit L? Ah. Hier, Axi, was ist das? Feuerschein hört sich so am sinnvollsten an, so gegen Gegner, ja. Gut, gut, wir haben jetzt hier ein paar Wölfe getötet. Wie heile ich mich nochmal? Nein, so hole ich dir meine Waffe raus, steck die wieder weg, bitte. Ah, so. Heile ich mich, hat am Brot gefressen. Pferd, da. So, hab die Wölfe kurz vernichtet. Aber ja, man muss ja mal zeigen, wenn der krasse Typ im Dorf ist und überhaupt nicht ausweichen kann, aber ist ja auch scheißdrecks egal. Wir sind jetzt hier schnell unterwegs. So, jetzt gehen wir aber wirklich mal zum Zielort hier. Lass uns nicht auffallen. Aber gut, dass man auch vom Pferd richtig gut kämpfen kann. Bam! Was? Wieso soll ich dir helfen? Was ist los? Ich habe mein Schwert schon gezogen. Steck's wieder weg, Mann. Nein, hol auch nicht das andere raus. Was hast du ge... Oh, was? Warum denn? Oh. Was ist das? Silberschwert brauchen wir da. Ist es, heißt es Ertrunkener? Der ist Level 4. Eigentlich sollten wir den, glaube ich, nicht attackieren. Oh, der kann auch krass ausweichen. Oh, geil. Zerschnitten. Interessante Orte. Die Welt steckt voller interessante Orte, voller Gefahren oder Schätze. Die Orte müssen auf der Milikarte mit Symbol markiert. Okay. Schön zerschnitten, ne? Ja, nimm alles mal mit. Gibt's also hat man irgendwann kein Inventar mehr frei? Was gibt's da? Was ist es im Wasser oder? Kann ich schwimmen? Ja, kann ich, okay. Da wird mir ja was angezeigt, ne? Aber irgendwie. Ah, okay, man kann auch tauchen. Ja, hab ich mir schon. Du sollst tauchen, nicht rumschlagen. Dann gibt's hier Sauerstoff. Was wird denn hier mir denn angezeigt? Auf der Karte? Irgendwas wird mir hier. Ach, keine Ahnung, anscheinend gar nichts. Ah doch, da liegt ein Toter. Ups. Hi. Ein Schlüssel nehme ich mit, ne? Okay, okay. Haben wir also irgendwelche Ertrunkenen, hieß es? Habe ich dir jetzt geholfen? Ja, wie und jetzt? Nicht mal ein Danke, nicht mal 50.000 Gold? Nee, einfach nix. Boah, ich krieg's Kotzen bei euch, ne? Ihr scheiß asozialen Bastarde. Ja, ist einfach gar keinen mehr. Wir haben nur durch. Aber schön, wie er es jetzt zerschnitten hat, muss ich mal wieder sagen. Sah echt cool aus. So, aber jetzt sind wir irgendwie im Sumpf gelandet und hier gibt es ein paar Gegner und die möchte ich alle kaputt machen. Das sind Wölfe und das sind... Wollen wir gleich dein Schwert rauskommen. Wie setze ich denn die... Ah, warte, ich glaube, ich weiß wie. Oh, was tust du? Ah, so, okay. Mit R2. Alles klar. Ja, ich weiß, ich kriege sehr viel Schaden und weiche gar nicht aus. Ich merk's. Aber irgendwie ist mir danach. Den haben wir verbrannt hier. Den kleinen Pisser. Bringen wir das überhaupt, was ist alles mitzunehmen? Ich weiß es nämlich nicht. Boah. Sieht gut aus. Nimm alles mit, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, ob es eine bestimmt gibt es eine Begrenzung, aber wenn sie voll ist, dann ist sie halt voll, ne? Da immer noch so Ertrunkene, aber die erwischen wir, glaube ich, nicht mehr. Wir wollen ja eigentlich auf der Straße bleiben hier. Wir wollen nämlich endlich zu dem Zielort gelangen. Ich noch 10 Jahre herum. Kommst du da hoch, Bro? Ne, kommt da nicht hoch.
Ja, ist auch nicht so schlimm, fahren wir halt hier. Fahren, was wir fahren. Reiten hier durch den Sumpf. Um zu schauen, ob wir denn auch hier zum Ziel rankommen. Sicherlich ganz ruhig, Blitze. Was ist das hier? Das ist eine kaputte Brücke, okay. Ah, hier ist auch meine Quest. Dort oben. So, steig mal ab. Und steck dein Schwert weg. Geralt, es kommt... Wieso habe ich die Feuer? Ach, weil ich meine Waffe rausgeholt habe. Ja, ja. Ist gut. Geralt, ich hab's dir gesagt. Steck deine Waffe weg, aber nein. Hey, ich soll hier hoch. Und mit euch reden wahrscheinlich. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Ich hab Erlaubnis. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Geht eigentlich. Falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Dass er das auch immer so rumwirft, ne? Eigentlich ist es ja, die sind ja nicht so beliebt, die Hexer. Hauptmann Peter sagt, Winlewe ist im Turm. Oh, aber sie machen uns gleich auf. Haben die jetzt Angst, oder? Siehst du kannst höflich sein. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Haben die jetzt Schiss vor mir, oder? Ich schätze mal, dass wir halt hier denken, Hexer. Dann macht mir mal auf. Bam! Okay, hier sind überall diese ganzen Soldaten, mit denen wir wahrscheinlich aber nicht reden können. Nee, mit denen will... keiner will mit uns reden. Was bist du? Ja, bitte. Hey! Okay, aber hier gibt's keinen... Bist du? Was bist du? Quartermeister. Handwerker können die verschiedenen Gegenstände anfertigen, gegen einen Obolus, versteht sich. Waffenschmiede schmieden, Waffenrüstung, Schmiede stellen Rüstung her. Ach echt. Wenn du ein Handwerksschema findest, bring es zu einem Handwerker der richtigen Sorte und Fähigkeitsstufe, damit er den Gegenstand für dich fertigt. Ich geh mal hin. Losung? Keine was? Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers. Schicke Brille. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort. Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen kannst du das auch? Natürlich, da bin ich Meister drin. Kannst du etwas für mich anfertigen? Kann er das? Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Die Stufe des Handwerkers ist zu niedrig. Ah, da ich stehe was. Links auf dem Bild siehst du die Liste der Schemas in deinem Besitz. Verwende X, um Schemas auszuwählen und nach unten zu scrollen, okay? Gegenstände herstellen. Rechts auf dem Bildschirm siehst du eine Beschreibung des aktuellen Gegenstands. Gegenstände herstellen in der Bildschirm. Mitte siehst du die erfolgreichen Komponenten zum Herstellen des Gegenstands. Auch Handwerker müssen essen. Wenn dir ein Handwerker etwas anfertigen soll, musst du ihn für seine Dienste entlohnen. Wenn du das erforderliche Geld hast, drücke X, um den Gegenstand herstellen zu lassen. Ja, ja, so viele Tutorials! Du musst einen Handwerker auftreiben, der über die richtige Spezialisierung wie Rüstungs- oder Waffenschmied für den jeweiligen Gegenstandstyp sowie über das erforderliche Können verfügt, um einen Gegenstand dieser Qualität anzufertigen. Zerlegen. Okay, ich lese jetzt nicht mehr alles vor. Okay. Angezeigt, das hilft. Okay. Ja, gut. Ich kann hier wahrscheinlich gar nichts machen. Oh doch, hier. Aber hier fehlen Zutaten. Okay, okay. Ich verstehe. Also man kann selber nichts craften oder sowas. Das könnte ich mir herstellen. Ah, nee, falsch, Handwerker. Die könnte ich was reparieren. Ja, mach mal. Na, reparieren wir alles, warum nicht? Okay, meine Rüstung vielleicht nicht unbedingt. Ich denke mal, die werden wir eh recht schnell wieder ablegen. Das ist ja nur die Standardrüstung. Ja, komm. Passt. Ja, bis dann. Ich will mit dem gar nicht reden. Der hat mich voll angepisst mit seiner Brille. So, hier sollen wir rein. Okay, man kann also nicht selber craften. Man lässt craften, sage ich jetzt mal. Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf.
und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Der wirkt mir nett. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied. Ich habe jetzt gedacht, der würde jetzt so sagen, ah, was, nur 40? Zwerg, der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Ich kann es nicht leugnen. Wir wollen ja jetzt nicht seine Methoden irgendwie streitig machen, weil eigentlich wirkt er ja nett. Ich meine, was heißt nett? Er nimmt ihn ja trotzdem was ab, aber... Ich habe deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Wengerberg? Hört sich auch komisch an. Militärgeheimnis. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Okay. Was stellt dich ein Greif? Ja, wobei er bringt wahrscheinlich seine Bauern um. Mich kümmern die Leute. Ja. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze... Da stellt er sich ganz melancholisch ans Fenster. Die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Ja, der Experte bin dann wohl ich. Abgemacht. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Hört sich nett an. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Gold. Ein bestimmtes Kraut, Informationen. Bestimmtes Kraut, das hört sich nämlich... richtiger an. Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe... Der Gerald, der mag so Leute so ein bisschen in die Fresse zu schlagen, verbal. Feuer zum Beispiel. Geht zu Tumira. Aber er hat gut gekontert. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Okay. Und wie sieht's auf mit mehr Informationen? Kannst du mir da irgendwas geben? Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat einen Mislav. Des Dorfs. Direkt am Wald. Sehr hilfsbereit. Aber auch ein bisschen seltsam. Ja, sind wir nicht alle ein bisschen seltsam. Nun gut, bis dann. Tomira und Mislav. Danke. So und Jagden. Was regt vielleicht Deutsch mit mir? Wenn du eine aktuelle Quest aus mehr als einem Ziel schickst, kannst du Erdrettung um ein anderes Ziel zuvor. Pow! was? Ey, das wollte ich gar nicht. Ups. Egal, wir hatten eh kein volles Leben. Ah, so kann ich die... Ziele umschalten. Gut, ja, machen wir erst den Jäger. Ist mir eigentlich recht egal, was wir zuerst machen. Also wir müssen den Jäger befragen, ob der halt mehr weiß darüber. Was für ein Geschlecht er eben hat oder sonst irgendwas. Hey! Ich soll doch vielleicht öfter mal meinen Hexensinn aktivieren und dann damit vielleicht irgendwie was finden, was krass ist. Aber, achso. Schnellreisen, Wegweiser ermöglichen dir direkt von einem Ort zum anderen zu reisen. Nähere dich dem Wegweiser und drücke X. Dein Gesicht, geil. Okay. Schnellreisen. Wähle mit L ein Reiseziel aus, das auf der Karte mit markiert ist, und drücke dann X, um dorthin zu reisen. Okay. Ich muss hier runter, also gibt es hier irgendwo ein Sign, wo ich... Natürlich kann ich mich hier an die Klagebrücke kann ich mich porten. Das ist natürlich klasse. Dann sind wir ein bisschen schneller. Schickes Bild. Das sieht schön aus. Das ist schön verschwommen. Sag mir jetzt nicht, dass du abstürzt, Spiel. Sag mir das nicht.
Es sieht mich ein bisschen so aus. Oh nein, doch nicht. Es ist nur irgendwie komisch. Und jetzt habe ich schon wieder verschwommenes Bild. Warum rede ich mit so einem komischen Akzent? Ich weiß es nicht. Wie kurz es aufblinkt und wieder normal ist, und dann wieder verschwommen. Aber nun gut. Aber die Leitseite ist auch schon krass hier. Jetzt werden wir von wunderschöner Musik begleitet bei dieser Ladezeit, bei der es sich nur noch um Stunden handeln kann. Uah, auf einmal bin ich hier. Wie kann ich mein Pferd nochmal rufen? Ah. Komm her. Wo bist du? Oh, da kommst du. Servus. Und hoch. Ey. Jetzt rennt mein Pferd an mir vorbei. Sitz auf. Hey. Geralt. So. Schon, wir sollten vielleicht ein bisschen aufpassen und hier nicht übelst schnell umdriven. So ein Weg, ihr Gänse. Was ist denn jetzt näher, ist die Frage. Warte. Ich muss kurz auf die... Nein, falsche. Ich muss mir merken, dass man mit der Touchpad-Taste das macht, weil ich bin immer noch an alte Spiele gewöhnt, wo man das halt... Ich weiß. Ja, der ist näher. Das ist der... dem, wo wir jetzt markiert haben. Der singt es schon wieder. Dem wurde gesagt, er soll das nicht mehr singen. Was ist hier? Ist ein Ausrufezeichen. Das heißt... Quest. Möchte ich mal kurz hin. Boah, der ist ein Zwerg. Hey, Zwerg! Zwerge sind witzig. Was ist passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Oh, nice! Wieso hast du mich nicht eingeladen? Irgendein Pisser hat mir die Werke gestellt. Irgendein Pisser! Ich habe alles verloren. Alles! Beleidige mich nicht. Nein, das tut mir leid. Tut mir leid. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einer der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten, Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Koffer. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen gegen Bezahlung. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Der beleidigt dich rum, das ist ein krasser Typ. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Willst? You got it. Sagen wir das jetzt mal vielleicht kurz? Das hört sich mir nach einer sehr, sehr kleinen Quest an. Machen wir das mal. Jetzt so eine kleine Neben, weil wenn wir uns mit dem Schmied anfreunden, kriegen wir von dem vielleicht auch billigeren Stuff. Oh, damit ich auch so ein Schwert kriege. Ich muss hier wahrscheinlich meine Hexersinne aktivieren. Hui, der wackelt aber. Weil jetzt habe ich nur die zwei Büsche. Aber da sehe ich Spuren. Spuren? Kann ich auch in dem Modus... ich kann sie auch einfach untersuchen. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Durchgeknallte Brandstifter. Okay, wir sollen der Spur jetzt folgen. Alles klar. So, warte, nichts. Oh. Ja, was für Satz gemacht hat auf einmal. Da ist eine Flasche. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Also ein Besoffener. Okay. Detective MJ ist zurück. Meine Freunde, es ist mal wieder soweit. In Skyrim geboren. Und jetzt bin ich wieder zurück. Detective MJ. In jedem RPG gibt es einen Detective MJ. Es muss einfach sein. Dieser Detective MJ-Moment. Den man einfach kennt hier. So. Schön langsam den Spuren folgen. Okay, dann ist der hier rüber. Dann ist der... Aha. Warum? Hier, was hat er? Ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Okay. Jetzt soll ich im Wasser nachgucken. Schätze ich mal.
Er ist ja ins Wasser gegangen, also muss ja hier irgendwo was im Wasser sein, oder? Oder hat es irgendwann wieder angezogen? Hier drüben. Ja, er hat es hier wieder angezogen. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Das sind noch Stiefel. Hat Stiefel im Schilf verloren. Okay, aber es sind ja natürlich Barfußspuren. Die Spur führt wieder ins Dorf. Hat seine Stiefel im Schiff. Achso, das haben wir schon. Okay. Halt! Da war was zum Untersuchen. Ich muss jeden... dreh dich um. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Alter, Detective Geralt, Alter. Der hat ja mal die sicken Moves. Ah, die Spuren. Hören aber jetzt hier auf, oder was? Oder wie? Oder was? Da, da. Ah, jetzt. In die Richtung, okay. Hier weiter. Detective MJ, meine Freunde, langsam aber sicher kommen wir näher. Wer hat das Haus des Zwerges angezündet? Beziehungsweise die Schmiede des Zwerges. Ich schluck die ganz runter. Oh, hier rein. Oh, jetzt. Oh, oh, oh. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Hey. Aber ich erkenne ihn an den Wunden. Ich denke mal nicht, dass es eine Frau war. Was kann ich mir alles angucken, oder was? Warum spuckt die? Was heißt aufnehmen? Ist es klauen? Ist es klauen? Ich weiß es nicht. Gibt es hier sowas wie klauen? Also ich... Ja, natürlich, bestimmt. Deshalb möchte ich mir jetzt eigentlich hier nichts nehmen. Hey, du. Hast du... Wow. Hast du Wunden? Ich kann aber auch nicht mit dir reden. Sie schnieft nur rum. Hallöchen. Das muss er sein. Napp. Napp, napp, napp. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles. Oh ja, sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hab ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Komm nicht in Frage. Du kommst mit. Nein, um Gottes Willen, Alter. Wir mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht. Doch, ich bin schon auch gierig, aber... Ich dir die Visage zu breit. Alles klar. Schlägerei. Beruhig dich und komm mit. Oh, dieses Axi-Zeichen ist cool. Ganz ruhig, komm jetzt. Ich will das unbedingt skillen. Weil dann können wir bestimmt so gut wie jeden. Sehr schön. Jetzt müssen wir den da hinbringen, alles klar. Aus dem Weg, junge Dame. Putz ruhig weiter und hör auf zu spucken. Rennt er mir hinterher? Sorry. Er rennt mir hinterher zwar sehr langsam. Aber er kommt hinterher, ja, er kommt hinterher. Okay, das heißt, ich kann auch einfach vorrennen, schätze ich mal. Hoffe ich mal. Hey, Schmied, dein Besowski-Kumpane. Ich brauche kein Pferd. Der kommt schon von selber her. So, okay, ich muss selber nur hin, dann ist er auf einmal wieder da. Los, aufwachen. Was? Was ist los? Okay. Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Gib ihm auf die Fresse. Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir. Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort. Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Du bist auch immer noch betrunken. So hörst du dich zumindest an. Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Mal gucken, ob er ihn verpfeift oder nicht. Darum geht es nicht, Kollege. Ja, er verpfeift ihn. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Nur ein Baum? Und jetzt führen sie ihn ab. Jetzt wird das Dorf dich erst recht lieben. Jetzt wird das Dorf dich erst recht lieben.
Jetzt kann das Dorf mich mal kreuzweise. Gute Antwort. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Das wollte ich doch gerade sagen. Wo ist mein Cash? Ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Sehr schön, das habe ich mir nämlich gedacht, dass wenn wir ihn hier... oh, geile Mucke! Dass wenn wir... uns mit ihm gut stellen, dass wir dann eben... bei ihm alles billiger bekommen. Das war mein Ziel. Ich möchte jetzt hier nochmal kurz reingucken, ob es hier irgendwas gibt. Ja, 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 das haben wir alle schon mal gelesen. Okay. Okay, okay, okay. Kann ich mir also verschiedene... Barren herstellen und da muss ich mich unbedingt irgendwo reinlesen. Das kriege ich mich so niemals hin. Leb wohl. Das kriege ich so niemals hin. So, wir haben jetzt wieder die Hauptquest aktiviert, aber ich würde sagen, das war's mit dem Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Ich hoffe, euch hat diese Part mit ein bisschen Detective-Arbeit gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da, schaut in die Playlist und auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Peace up und haut da rein.